Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Schafkopf-Tutorial-Reihe. Wir schauen uns heute ein paar Regeln an. Also das ist erstmal der erste Part. Ob weitere Folgen werden, ist doch abzuwarten, ob das von euch gewünscht wird. Ansonsten wird hier erstmal das Wichtigste erläutert. Also, wir schauen uns jetzt erstmal Schneider, Schneidefrei und Schwarz an. Alle drei sind ausschlaggebend, wenn man um Geld spielt oder um Punkte. Schneider schwarz ist, wenn man keinen einzigen Stich holt, dann ist man eben schwarz. Der Schneider wird erreicht, wenn man mindestens einen Stich holt. Sollte es ein Stich mit Spatzen sein, welcher 0 Augen hat, ist man trotzdem Schneider. Schneider frei wird man, wenn man als Spieler mit 31 Punkten, als Nichtspieler mit 30 Punkten aufs Sims-Spiel geht. Laufende kann man alleine oder zusammen mit anderen zählen. Laufende zählen vom höchsten Trumpf bis die Reihenfolge abbricht. Heißt zum Beispiel Eiche-Ober, Blatt-Ober und Herz-Ober sind drei Laufende, also beim Sauspiel eben. Eiche-Ober, Blatt-Ober und Eiche-Unter werden aber nur zwei Laufende, da eben dieser Herz-Ober fehlt. Davon ausgehend wären es beim Wenz zum Beispiel zwei Laufende mit Eiche-Unter und Blatt-Unter. Die Ober fallen dann eben weg, nachdem es sich nach den jeweiligen höchsten Trümpfen richtet. Eine Karte ist keine Laufende, bei zwei Karten ist es unterschiedlich, man kann es entweder ab zwei Karten Laufende zählen oder ab drei Karten. Es wird auch oft gemacht, dass es bei Solospielen ab zwei Karten zählt und beim Sauspiel ab drei Karten, aber das ist euch überlassen, wie ihr das festlegt. Also diese ganzen Regeln wirken sich alle wieder ein bisschen auf die Punkte und auf den Geldbetrag aus. Solltet ihr dazu ein Video wünschen, dann hängt mir das gerne mit, dann wird es möglicherweise noch nachproduziert. Ansonsten hoffe ich mal, dass diese Schafkopf-Tutorial-Reihe euch ganz gut gefallen hat. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, ab in die Kommentare. Ansonsten im Video einen Daumen nach oben geben und am besten diesen Kanal zu abonnieren, um eventuell weitere Folgen der Tutorials nicht zu verpassen, beziehungsweise auch mal den Gaming-Content abzuchecken. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao!